für den Fridolin Nummer 2. Dual Volt Nano Shield, das heißt, wir wollen in der Lage sein, jeden beliebigen Arduino Nano auf dem Fridolin zu verwenden. Was macht man also dann? Macht ein paar Versuche. Jürgen hat das technisch getestet. Es geht. Schaltplan ist auch nicht allzu kompliziert, relativ systematisch. Jetzt muss man nur darüber nachdenken, kann man das irgendwie auf zwei Platinen, dass man so eine Art Package macht, hinkriegen. Ich habe da mal drüber nachgedacht, ein bisschen. Datenblatt besorgt, man sieht, man braucht de facto nur zwei Kondensatoren, immer Kondensator gegen Masse für die beiden Spannungen und einen Widerstand noch an OE angehängt, auch gegen Masse. Also nicht allzu schwierig. Da muss man legen, so okay, wie groß sind die Teile? Ja, das ist die Geometrie, von der ich das ausgesucht habe. Und da muss man sagen, die Seite immer noch kein Problem. A few moments later. Wir haben ein Arduino Nano mit hier, das sind die entsprechenden digitalen und analogen Eingänge. Wir brauchen Shifteleisten, weil wir müssen das dahinter dann auf den Sockel, den wir schon haben, aufstecken. Und dann müssen wir natürlich oben Buchsenleisten haben, damit wir eben den neuen Arduino aufstecken können. Und das hier ist ein Widerstandsnetzwerk, dass man etwas weniger Lötpunkte hat hinterher. Gut, wie kann so eine Platine aussehen? Das gucken wir uns mal an. Ich habe das mal dann hier so dargestellt. Eine untere Platine, diese untere Platine wird dann auf den Fridolin drauf gesteckt. Ne, hier sind Stifteleisten, hier sind, sind Buchsenleisten, sind alles Buchsenleisten hier. Haben wir oben eine Platine, da sind an den Seiten eben Buchsenleisten, damit wir den neuen Nano aufstecken können. Und das sind dann Stifteleisten, die kommen in die unteren hier rein. Man sieht auch so unschöne Sachen, das sind nur 2,5 mm, zwei Durchführungen hier, nicht so gut. Aber das ist kein Problem, weil wir müssen so eine zweiseitige Platine haben, weil wir müssen ja die hier von oben löten mit zwei Stiftern, die nach unten gehen. Und die müssen wir von unten löten, damit wir Buchsen haben, die nach oben gehen. Das heißt, eine zweiseitige Platine wird sowieso. Und dann ist das überhaupt kein Problem, das zu verteilen auf den beiden Ebenen. Ich habe das mal ein bisschen versucht zu visualisieren. Wir nehmen mal die beiden Partien. Das ist unten die Partie, oben die Partien. Ich habe die jetzt einfach mal so aufgeklappt. Dies hier, wir gucken hier von oben drauf, wir gucken auch von unten drunter. Und was haben wir dann? Wir haben 6x digitale IOs. Die sind dann hier. Hier sind dann 5, darüber ist noch einer. D13, die gehen auf die andere Platine rüber, dann gehen sie auf den Chip, von dem Chip gehen sie dann wieder auf den Fridolin. So, das sind einmal 6 Stück, dann haben wir noch einmal 6 Stück, die sind da unten drin. Das heißt, wir haben dann insgesamt 12 Stück, 2 habe ich nicht benutzt von den 14 Stück, nämlich hier D0 und D1, weil das braucht man auch für die Kommunikation, wenn man zum Beispiel den I²C-Bus benutzt. Was habe ich noch? Ach so, ja genau, wir haben natürlich noch analoge, 8 Stück. Das sind die hier, die sind in der mittleren Reihe. Und was fehlt dann noch? Gut, wir müssen noch Stromversorgung haben. Schwarz ist Masse, rot ist dann die 5 Volt Sache, ne? Und orange ist 3,3 Volt und die Stromversorgung V-in habe ich hier lila gemacht. Und das sollte es eigentlich sein. Also prinzipiell machbar, es lässt sich sinnvoll aufteilen. Platz ist auch genug. Gut, das ist also jetzt eine Aufgabe, die jetzt fertig gemacht werden muss. A few moments later. Dann werden wir mal sehen. Könnte ein gutes Studentenprojekt sein. Also, Leute, kommt gerne und ich sag euch, bleibt euch treu. Wir machen ein tolles Projekt.